Kapitel 19. Leite den Energiefluss durch Lippen, Brustwarzen und Geschlechtsorgane. Lippen, Brustwarzen und Geschlechtsorgane sind durch einen inneren Energiekreislauf miteinander verbunden. Indem sie diese Bereiche des Körpers, also indem du diese Bereiche des Körpers mit liebevollen, zärtlichen Berührungen stimulierst und entspannst, kannst du die Zirkulation der Liebeskraft durch den Körper deines Partners oder deiner Partnerin verstärken. Konzentriere dich nicht zu lange auf einen dieser Bereiche. Spüre die drei Körperteile gleichzeitig und steuere den Energiefluss zwischen Lippen, Brustwarzen und Geschlechtsorganen, indem du mal zart, mal hart berührst, beißt, kneifst, reibst, streichelst, kitzelst, leckst und küsst. Höre mitten im Liebesakt auf, dich zu bewegen. Hört beide auf, mitten im Liebesakt euch zu bewegen. Liegt ganz still da. Deine Geschlechtsorgane sind mit den Geschlechtsorganen deines Partners verbunden. Deine Finger auf einer ihrer Brustwarzen, deine Lippen über den ihren. Spüre in diese drei Stellen hinein. Spüre dich dort hinein, als seien sie durch eine unsichtbare Leitbahn miteinander verbunden. Dringe nun mit ein paar Stößen in sie ein und kneife sie vorsichtig in die Brustwarze. Achte auf den Energiefluss deiner Geliebten. Kneife in ihre Brustwarzen gerade so fest, dass du die Reaktion in ihren Geschlechtsorganen spüren kannst. Lasse ihre Brustwarze nun wieder los und dringe erneut in sie ein. Küsse deine Geliebte etwa eine Minute später, presse den Mund auf ihre Lippen und reize sie mit der Zunge. Massiere ihre Oberlippe mit dem Mund und Zunge, sauge daran. Erfühle die direkte Verbindung zwischen deinen Lippen und den Geschlechtsorganen, die durch deine Brust. Nein, nochmal. Erfühle die direkte Verbindung zwischen ihren Lippen und den Geschlechtsorganen, die durch ihre Brustwarzen führt. Widme dich abwechselnd Lippen, Brustwarzen und Geschlechtsorganen. Versuche aber auch, alle diese Bereiche bis zu einem gewissen Grad gleichzeitig zu stimulieren. Achte auf den Energiefluss deiner Geliebten und entscheide dich von Mal zu Mal, welcher Körperteil deiner Aufmerksamkeit bedarf und wie stark die Stimulation sein muss. Wenn das Kneifen in die Brustwarze oder der Kuss ihren Energiefluss abschwächt, solltest du natürlich aufhören. Selbst wenn etwas gut funktioniert, solltest du nicht allzu lange weitermachen, da auch das Angenehme mit der Zeit lästig werden kann. Spiele mit Ort, Tiefe und Intensität der Stimulation und bereite deiner Geliebten dadurch immer größere Lust, bis sie es kaum noch ertragen kann. Wenn ihre Energie kräftig fließt, bringe ihren Oberkörper mit deinem Oberkörper in Kontakt. Drücke sie fest an dich. Drücke dich fest an sie. Brust und Bauch sind weich und entspannt. Atme, als wolltest du den Atem deiner Geliebten in dich einsaugen. Passe deine Atmung an und atme kräftig durch sie durch. Weite und vertiefe mit deiner Atmung die Atmung deiner Partnerin. Drücke dein Herz zärtlich an ihres. Spüre dich mit ihrem Herzen, mit deinem Herzen in das deiner Geliebten ein und erinnere dich so daran, erinnere sie so daran, es dir gleich zu tun.
Die körperliche Lust sollte die Offenheit des Herzens niemals überschatten. Wenn du deine Geliebte darin unterstützt, ihr Herz zu öffnen, werden Intensität und Fülle des Energieflusses, den du mit der meisterhaften Liebkosung energetisch verbundener Lippen, Brustwarzen und Geschlechtsorgane erzeugen konntest, grenzenlos sein. Im nächsten Kapitel geht es um die Stimulation des Anus.